Flutlichtatmosphäre in Berlin-Steglitz. Gesucht wird der letzte Halbfinalteilnehmer im Berliner Landespokal. Die VSG Altklinike als Favorit zu Gast beim SFC Stern. Die Gastgeber in der Oberliga aktuell noch sieglos. Mit 7 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer Tabellenletzter. Aber der Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Geschichten. Sprung in die Partie. Der erste Abschluss gehört dem Regionalligisten. Hüter prüft Slotter aus der Distanz. Erste Flugphase für den Gastgeber-Keeper. Ansonsten hatte er nicht allzu viel zu tun. In diesen Anfangsminuten die VSG das bessere Team, ohne wirklich zu überzeugen. Halbe Stunde rum, Usan und dann im Nachschuss Belegu und mit etwas Glück ist der Ball im Netz. Und die VSG Altklinike nach 30 Minuten in Führung. Florijon Belegu, der 28-Jährige, viermal in der Liga getroffen, jetzt auch im Pokal erfolgreich. Und nur 5 Minuten später die nächste Aktion für den Regionalligisten über die rechte Seite. Die Hereingabe landet bei Usan, der den Treffer zum 1:0 vorbereitet hat. Der macht die Kugel diesmal nur fest. Der nächste Ball zu Derflinger und der Doppelschlag aus Sicht des Regionalligisten perfekt. Christian Derflinger in der Jugend beim FC Bayern groß geworden. Sprung in die zweite Mannschaft geschafft. Der ganz große in die Allianz Arena war es am Ende nicht. Heute geht er für die VSG auf Torejagd und das durchaus erfolgreich. Altklinike mit der 2-Tore-Führung im Rücken, jetzt das klar bessere Team, die Möglichkeit für Breitkreuz gar auf 3:0 zu stellen. Der SFC bekommt es kurz vor der Linie noch geklärt und hat dann kurz vor dem Pausenpfiff gar selbst die Möglichkeit auf den Treffer, die kurze Eckball-Variante, direkt in Richtung Tor gezogen. Fliegt dann Freund und Feind vorbei und senkt sich dann knapp über den Kasten. Somit geht's mit einer Nullnummer für die Gastgeber in die Kabine, 45 Minuten Zeit, die Pokalsensation doch noch zu schaffen. Und gerade die Anfangsminuten in diesem zweiten Durchgang machten durchaus Lust auf mehr. Der erste Abschluss keine 60 Sekunden durch. Leon Bethge im Gästekasten muss das erste Mal eingreifen. Die VSG tat also gut daran, selbst auf die Entscheidung zu drücken. Der eingewechselte Yildirim mit der Möglichkeit aus der Distanz traf beim 2:1 Achtelfinalerfolg gegen Hertha 03 zum umjubelten Siegtreffer. Davon war der Regionalligist heute noch ein Stück weit entfernt. Auch weil der Steglitzer Fußballclub offensiv aufwachte. Fessler scheitert an Bethge. Beste Abschlussmöglichkeit für den Oberligisten an diesem Abend und es sollte nicht die letzte bleiben. Schlussphase mittlerweile angebrochen, das ist wieder Fessler, diesmal mit dem Ballgewinn und dann auf und davon in Richtung von Leon Bethge, die Möglichkeit für den 20-Jährigen vorbei am Keeper und vorbei am Kasten. Gibt's doch nicht aus Sternsicht, der Pokaltraum scheint ausgeträumt, weil Fessler die Riesenmöglichkeit liegen lässt. Macht erst alles richtig und dann verlässt ihn das Glück. Endstation Viertelfinale heißt es für den Steglitzer Fußballclub. Auf der Gegenseite geht's für die VSG Altklinike weiter im Halbfinale. Und der Traum vom Berliner Olympiastadion lebt weiterhin.